Ein recht herzliches Willkommen YouTube zum Schwerlasttransport Folge im ATS mit Windkraftwerksrotor. Abmessung sind 130 Zoll, 11 Zoll mal 10 Zoll und hat ein Gewicht von 12.200 LB. Wir kriegen dafür 14.791 und würden die Tour jetzt annehmen. Tanks wurden aufgefüllt, die Fahrzeit wurde berechnet und der Windkraftrotor ist ziemlich lang. Ja, ich hoffe, dass wir das mal durchdrücken können. Ist wirklich ziemlich lang, das Ding. Wir werden mal gucken, ob wir das schaffen. Mal sehen, wo wir überall hängen bleiben. Also da wird definitiv es nicht einfach werden. Oversize Load haben wir dran. Wir haben den neuen Freiliner mit Mirrorcam auf beiden Seiten. Und in diesem Sinne sage ich, let's go. So, und ja. Das war schon mal der erste Punkt, weil er nämlich hinten. Ja, es wird nicht einfach, Leute. Also das kann ich euch jetzt schon sagen. So, jetzt haben wir uns nämlich schon die Strecke frei gemacht. Und in dem Sinne sag ich jetzt mal, zweiter Spiegel bitte. Weil er hängt nämlich ziemlich nach. Wir müssen nämlich jetzt ziemlich weit ausholen, um nämlich hinten rumzukommen. Ach, und das war der erste Fehler. Ach, scheiße, Mann. Ah, nein, das kann nicht sein.
Noch keinen Schaden, das ist gut. Aber man sieht, es ist nicht einfach mit so einem langen Vehikel, was wirklich sehr, sehr lang ist. Da muss ich wirklich sagen, es ist total beschissen, das Ding zu fahren. Man fahre ich lieber etwas gemütlicher und langsamer, um da auch wirklich die Sache zu haben. Auch wenn wir jetzt 11 Minuten fahren. Aber ja, Absperrung ist an der Tagesordnung. Ich muss bloß hier gucken. Weil das Ding reagiert ganz anders als wie das, was eigentlich normal ist. Und da wir... Ach du Scheiße, da vorne wird's schon wieder... Ah, nein. Ich glaube, da haben wir schon wieder ein Problem da vorne. Also das könnt ihr jetzt euch gemütlich angucken. Und wenn ich das so mache, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr davon zeigen, weil YouTube läuft im Moment und dafür bin ich euch auch sehr dankbar. Es wird auch noch heute... Wir haben jetzt den 16.10., wo ich das aufnehme. Und heute werde ich auch von gestern noch einen Stream mir runterladen und schneiden, weil es auch da darum geht, was auf meinem Kanal so anders ist als wie auf anderen Kanälen. Um dass ihr mal Bezug kriegt, warum man mir auf Twitch zuschauen sollte. Und was die Besonderheit ist bei mir auf Twitch. Ich sag da gleich dazu, ich bin kein 0815-Streamer, ohne jetzt die Kollegen beleidigen zu wollen. Aber bei mir gibt es kein Thema, was nicht angesprochen werden kann oder darf. Ich bin in dem Sinne, bin ich eben ein Streamer, der wirklich auch alles mit einbringt. So, verfotz dich, Junge. Oh, das hat gut gepasst. Also die Kreuzung war wirklich gerade groß. Das hat gut gepasst. Dann können wir nämlich hier auch etwas in die Höhe schieben. Was dürfen wir eigentlich fahren? 40. Dann werden wir die 40 halten, weil wir wirklich einen Long Vehicle haben. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben jetzt 10 Minuten bis zum Ziel. Alles gechillt, alles easy, alles gut. Beim Schwerlasttransport, was das betrifft, nehme ich natürlich meinen dritten meinen virtuellen Spiegel. Ansonsten fahre ich ohne virtuellen Spiegel. Das für euch zur Info. Spezialtransport, ja, ist ziemlich schwer, aber ich habe es Laufen im ETS gelernt unter den Schwerlasttransporten. Gut, okay, ich hatte noch nicht so ein langes Spiegel dran wie jetzt. Das ist auch für mich das erste Mal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr heute gerne in meinem Stream vorbeischauen. Heute Abend bzw. späten Nachmittag. Da werden wir einen kompletten Stream nur Schwerlasttransport machen.
bzw. Spezialtransport, und zwar mit Begleitfahrzeugen. Bringt uns zwar nicht viel Geld ein, obwohl wir Geld brauchen wie Sand am Meer, aber wir werden uns den Spaß machen und werden heute mal der Community, die schon vorhanden ist, werden wir heute mal beweisen, dass wir mit großen, schweren Sachen gar nicht mal so dumm sind zu fahren. Für euch wäre das vielleicht auch mal ein kleiner Anreiz, mal auch auf meinem Kanal vorbeizuschauen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und falls euch mein Content gefällt, könnt ihr auch liebend gern in meinem Merch-Shop vorbeigucken. Auch dieser ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oder dann auf Twitch in der Infobox. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir heute auch meine YouTube-Community zu dem Schwerlasttransport Spezialstream begrüßen darf. In diesem Sinne sage ich jetzt, lehnt euch zurück, schaut's euch an, genießt die Landschaft und alles ist tutti frutti in Ordnung. Weil auch ich muss mich jetzt kurz konzentrieren, obwohl hier es ein bisschen langwierig wird, aber wir werden das jetzt rocken hier. Ich komme jetzt zwar gerade vor wie in der Formel 1 bei Bernd Mailänder in der Führung, ich hinterm Safety Car, aber das erzählen wir mal ein anderes Mal die Story. Weil man fährt genauso langsam in der Formel 1, wenn man hinterm Safety Car ist. Mann, ist das heute schwer. Sorry für die kleinen Hasper im Programmpunkt. Wir haben jetzt 8 Minuten, 134 Meilen, gut 133 Meilen. Schlafen müssen wir nicht, weil 36 Minuten müssen wir in Realtime schlafen gehen. Tank ist voll gemacht. Haben wir auch gerade 11 Gallonen verbombt. Das ist kein Thema. Wie gesagt, ich zeige euch, dass ich es kann. Und wenn ihr natürlich viele, viele, viele Likes und Kommentare da lasst, dann können wir gucken, ob wir vielleicht auch ein bisschen mehr vom ATS bzw. ja, ATS hier auf meinem Kanal auf YouTube präsentieren, was das Schwerlast-DLC betrifft. Solltet ihr dazu Fragen haben, tut euch keinen Zwang an. Die Kommentarfunktion ist bereit, eure Fragen, Kommentare etc. aufzunehmen. Des Weiteren würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Vergesst bitte nicht die Glocke, weil das hilft dem YouTube-Algorithmus, wie immer, meine Videos besser zu ranken und neuen Abonnenten, / Zuschauern, meinen Kanal auch schmackhaft zu machen. Weil wir das Ziel haben, und da bin ich, stehe ich mit meinem Namen, wie es Hip so schön sagen würde in der Werbung, dass ich mit meinem Namen dafür stehe. Wir haben ein Ziel und mein Leben besteht aus Zielen, weil wenn man was erreichen will, muss man auch Ziele im Leben haben. Manche haben ihre Ziele aufgegeben, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen will ich mit euch zusammen das Ziel für dieses Jahr erreichen, und zwar die 500 Abonnenten. Mal sehen, ob wir das erreichen. Und noch eine Ankündigung für jeden, der auf Twitch mich supportet in gewissermaßen in seinem Rahmen. Kann großer Support, Entschuldigung, kann ein kleiner Support sein. Je nachdem, wie euch die Möglichkeit besteht,
Der kriegt dann, wenn er über eine längere Zeit einen Support zeigt, sei es für die Community, sei es für sich selber, sei es über Bits, sei es über den Merch-Shop, dann kriegt ihr von mir eine handsignierte Autogrammkarte. Das ist mein Versprechen an meine Community. Ich werde definitiv heute die Autogrammkarten in Besitz nehmen, übernehmen, und damit beginnt ab heute dem Livestream diese Challenge und weitere Challenges und Programmpunkte für nächstes Jahr beziehungsweise für Halloween und Weihnachten sind in Planung. Das habe ich mit meinen zwei, die mit mir zusammen in der Streaming-Charge sind. Der eine ist ganz neu, unser Wolfi, der kleine Spaßmacher. Ja, er ist ganz lustig. Und den lieben Red Panda Sabu. Ja, aber auch der Werbung nicht genug. Zwei von meinen Kollegen würde ich lieben gerne dem Affiliate verhelfen. Also wenn ihr dem lieben Red Panda Sabu noch seine durchschnittlichen 3 Zuschauer in seinem Stream beschert, wäre mir das eine große Ehre und er würde sich auch recht herzlich bei euch bedanken und dann auch automatisch bei mir. Genau das gleiche gilt für Wölfchen 039, der auch noch kein Affiliate hat und auch da in der Charge seine 3 durchschnittlichen Zuschauer braucht. Abonnenten hat er genug, aber der Punkt auf Knaxus ist leider mal die 3%-Marke. Die 3 Durchschnitts. Entschuldigung, hatte ich wieder einen Hänger. Es ist leider mal die Charge von den durchschnittlichen 3 Zuschauern. In diesem Sinne möchte ich dazu sagen, im Vorhinein, wenn ihr einschaltet, meistens, wenn ich live bin, sind meine 2 Kollegen auch live. Also tut euch keinen Zwang an, wenn ihr über den Link in der Infobox geht, könnt ihr auch gerne über meinen Stream dann auf beide Streams im Multistream, ja, da war jetzt ein bisschen viel Stream dabei, auf die anderen 2 Kanäle zugreifen. Und an alle die, die Schabernack im Sinn haben, also sprich nichts Gutes, denen sei gesagt, Vorsicht, mit uns ist nicht gut Kirschen essen. Für alle die, die ordentlich uns gegenüber kommen, alles kein Problem, ihr braucht keine Angst haben. Und wir sind auch nur Menschen, wir machen Fehler. Wenn wir Fehler machen, stehen wir auch dazu. So, das kann ich euch alles erzählen, währenddessen wir hier Richtung Huron fahren. Mit dem langen Blatt vom Windkraftwerk hinten drauf und die Fahrzeuge uns auf der linken Seite überholen. Das Flugzeug hat Schaulustigkeit oben am Himmel und bis jetzt ist kein großes Ding, was wir da beachten müssen. Wir müssen ab und an mal gucken, dass alles in Ordnung ist. In dem Sinne, lehnt euch zurück. Formel 1 kann ich immer nicht so viel erzählen, da muss ich auf die Strecke gucken. Ich hoffe, dass ihr bei den Formel 1 Videos auch viel Spaß hattet. Der ein oder andere hat geliked. Ich würde mir auf meinem Kanal eben noch ein bisschen mehr an Kommentaren wünschen, Vorschläge wünschen, Fragen wünschen, die ich dann in den nächsten Streams oder auch Videos mit aufgreifen kann. Wie gesagt, Kommentarfunktion ist nicht ein Objekt, wo eine Spinne dran hängt und jemand mit Spinnenphobie Angst haben muss, dass die Spinne zubeißt. Nein, die Kommentarfunktion ist dazu da,
und dass man sie betätigt. Der eine mag sie mehr, der andere weniger. Tut euch keinen Zwang an, ich beiße nicht. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr da auch ein bisschen Kommentare hinterlasst. Soweit ist alles frei. Der Stau hinter uns ist ja mal mega, wie man im Spiegel sieht. Ich gehe nochmal in die Außenansicht. Ich gucke das mir nochmal von der Außenansicht an. Ja, das macht mal ordentlich Kadabum. Kadabum. Und rein in die Hortense wieder. Des Weiteren muss ich dazu sagen, ist unsere Trucksbook-Firma und allen voran das liebe Wölfchen am Skinnen für ETS, ATS auch Multiplayer-fähig zu machen. Wer sich bewerben möchte, kann dies gerne tun. Wir lassen regelmäßig im Stream auch unseren Link da, wo man sich bewerben kann für die Sternewölfe Logistik. Und wir haben auch einen neuen Discord. Alles weitere werde ich nach und nach dann umbauen, was den Link betrifft, den Einladungslink. Da gebt mir nur ein bisschen Zeit, weil alles auf einmal geht nicht. So. Und Huron next right. Das heißt, wir müssen die nächste geradeaus und nicht runter. Hahaha. Das war der Witz des Tages. Aber das macht dich, der da vorne, Bernd Mailänder, der weiß Bescheid, wo es lang geht. Ich habe vorher noch mit ihm gesprochen. Es ist übrigens der, der die erste Autogrammkarte schon gekriegt hat. Oder auch noch nicht. So langsam fließt der Verkehr an uns vorbei. Mal sehen, wo wir runterfahren. Ich kann mal ganz kurz Schnick, Schnack, Schnecken gucken. Dann gucken wir doch mal. Ja, da müssen. Oh, Alter, das. Also, das wird. Ja. Das wird ganz eklig. Also, wenn ich das hier mir so angucke, dann ja. Priest, Prost, Mahlzeit. Auch die Abfahrt. Wir werden unseren Spaß bis zum Ziel dann noch haben. Also, wer bis hierhin geschaut hat, Chapeau. Und wenn euch das Format gefällt, gerne ein Abo da lassen. Ja, da oben haben wir auch einen Schaulustigen. Der guckt sich das Rotorblatt an, ob alles noch normal ist, ob alles unbeschädigt ist. Und ich kann dir sagen, ja, mein Freund, das Rotorblatt ist komplett heil. Kein Frachtschaden bis jetzt. Unser Kollege. Nee, winken brauchst du nicht. Ich komme jetzt, mein Freund. Und außerdem ist da kein Verkehr, was da gerade runterfährt. Also was winkst du? Ich winke auch mal. Hallo! Ja, Spaß muss sein, denn das Leben ist ernst genug. Zwei Minuten bis zum Ziel. Ich habe derweil mal auf dem Armaturenbrett meinen Eiskaffee gestellt, den ich jetzt mal ansetzen werde, bevor wir reinfahren ins Ziel, denn wir haben schon das Ziel vor uns. Weil jetzt brauchen wir unsere volle Konzentration. Ich setze einen Blinker jetzt schon, auch wenn wir noch Meilen weiter von entfernt sind von der Ausfahrt. Aber damit der nachfolgende Verkehr schon mal weiß, der Herr Pretorio TV will da runter.
Da müssen wir aufpassen in Uferbach. Und ja, ich bin der ehemalige Offenbacher. Ich nehme es auch keinen krumm, wenn man mich als Offenbacher bezeichnet. Obwohl ich mal nicht mehr in Offenbach wohne, aber noch mit dem Offenbacher Gamer in Verbindung gebracht werde. Alles chillig, tut euch keinen Zwang an. Ob Pretorio oder auch Pretorio. Das ist mir beides recht. Weil eins muss ich mir lassen, ich vergesse meine Vergangenheit nicht. So. Wir fahren etwas weiter. Oh, 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 oh. Ja, das passt. Perfekt. Das hat doch wunderbar gepasst. War doch mal ein Körbchen, was ich gut genommen habe, oder Leute? Jetzt wird's interessant, weil jetzt müssen wir auf den Rastplatz. Und da ich die Strecke nicht kenne zum Rastplatz, werden wir jetzt gleich gucken, wie das da aussieht. Boah. Das ist doch easy. Laterne bleibt stehen. Jo, perfekt. Den letzten Meter noch das Ding anschrammen, wäre jetzt uncool. Ah, da steht das Empfangskommando schon für uns. Oh. Das sieht jetzt, echt nicht ganz so gut aus. Aber wir wären keine Profis, wenn wir das nicht hinkriegen. So. In diesem Sinne haben wir es geschafft. Und ich wiederhole es gerne nochmal. Sollte euch dieses Format gefallen, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnenten. Und vergesst bitte nicht die Glocke, weil wenn die Glocke Bim Bam macht, habe ich ein neues Video online. In diesem Sinne, bitte nicht die Glocke vergessen. Die Kommentare sind genauso wichtig, wie ich es ja schon auf der Fahrt gesagt habe. Bei Fragen oder wie sollte ich so schön sagen? Bei Fragen oder Nebenwirkungen nicht verzagen, sollte man den Pretorio in den Kommentarfunktionen fragen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Pretorio. Bye, bye.